Hallo und herzlich willkommen von einem neuen Video von mir. Ganz spontan. Steam hat ja wieder Demo Days, so wie es ausschaut. Und ich habe mir ganz spontan, weil ich das Spiel auch gerade so entdeckt habe, die Demo ZA hier, dementsprechend mal runtergeladen. Ein Horror-Game, wo man so ein bisschen nachforschen muss und so, wegen Aliens. Wie nennt sich das genau? Ein Horror über einen Journalisten, der Zeuge einer außerirdischen Entführung auf der Greyswood Farm war. Erkunden Sie die Gegend mit einer Taschenlampe. Machen Sie Fotos von Beweisen für die Anwesenheit von Außerirdischen und gehen Sie der schrecklichen Wahrheit. Ja, und das wollen wir jetzt mal blind mal einfach mal anspielen. Ich habe keine Ahnung, was mich erwartet. Okay, es gibt kein Intro bei der Demo. Okay. So. Episch, episch, episch. Audio. So, schauen wir mal. Was da einen erwartet, jetzt sehe ich nicht. Kleiner Blick, das Sound kommt. Ach so, ja, kann ich ja auch nicht sehen. Haha. Es läuft gerade über meinen Lautsprecher. Das ist natürlich Quatsch. Das war so spontan, dass ich das vergessen habe. So, ich muss natürlich auch mein Headset aufsetzen. So, jetzt aber. Kann ich das auch besser hören? Okay, jetzt muss ich abbrechen. Glaube ich. Ich habe keinen Sound. Also ich höre keinen Sound auf den Ohren, ne? Ach doch, alter Schwede. Muss ich ja laut machen. Ihr habt es ja alle erst gelesen. Genug Zeit gehabt. Könnt ihr stoppen. Aufgaben mit dem Farmer Peter Schermann reden. Kann ich rennen? Nee. Okay. Ich habe sowieso schon in der Aufzeichnungsgeschichte hier schon niedrig gestellt, dann sollte das gehen.
kann nicht rennen. Das nur zoom. Geräusche. Stätte des Farmers. Ja, Fox, wir haben einen Termin vereinbart, aber es kam zu einem Unglück. Unsere Tochter ist verschwunden. Meine Frau begab sich in die Stadt, um jemanden um Hilfe anzugehen. Was? Anzugehen? Mein Sohn und ich untersuchen die Farm. Wir hinterlassen Zettel für Sie und die Polizei, falls wir einander verfehlen. Seien Sie vorsichtig, Peter Sherman. Okay. So, Haus untersuchen. Alte Zeitung. Dies ist eine alte Zeitung über Kornkreise und andere unerklärliche Phänomene. Es sieht aus, als ob das hier schon lange passiert. Ja, okay. Pizza. Und ein Wassertropfen. Gehen wir mal nach oben. Ein Foto aus dem Internet. Es sieht aus, als hätte Peter Sherman etwas Ähnliches gesehen. Das sieht unheimlich aus. Aha. Okay, der Text ist gleich. Seite des Farmers. Ich habe vieles über diese Ungeheuer gelernt. Man nennt sie die Grauen. Das sind keine kleinen grünen Männchen, sondern hohe, unheimliche und gefährliche Kreaturen. In der Regel werden sie wie folgt beschrieben. Ein zum restlichen Körper überproportional großer Kopf, kleine Haare. Oben. Tiefe schwarze Augen, graue Haut, lange dünne Gliedmaßen, scharfe Krallen, ihre Stimmen sind unvorstellbar. Diese Außerirdischen sind sehr aggressiv gegenüber Menschen. Alles beginnt mit den Krähenlichtern am Himmel in der Nähe des Hauses, die sich auf einen bestimmten Bahn bewegen. Hierbei haben die Menschen Nasenbluten, starke Kopfschmerzen und Ohrensausen und die Tiere beginnen zu rasen. Ich habe mir jetzt so ein bisschen gerade erinnert an eine Serie Akte X. Dann stoßen die Menschen auf Gedächtnislücken. Das sind die Zeitspannen, in denen sie sich an nichts erinnern können. Als sie das Bewusstsein wieder erlangten, fanden sie sich anderswo wieder. Zum Beispiel mitten auf dem Feld oder auf einer Straße, mehrere Kilometer von ihrem Zuhause entfernt. Bei einigen kamen furchtbare Erinnerungsfetzen zurück. Die Leute erinnerten sich an schreckliche Erlebnisse. Die Außerirdischen erlangen die Kontrolle über ihren Geist und beeinflussen ihre Psyche. Man konnte auch Spuren am Körper finden, und zwar Schnitte. Bei der Palpation war eine Verhärtung fühlbar. Ein Fremdkörper, der sich unter der Haut rührte. Okay.
Kindertagebuch des Farmers. Sticker. Na ja, der Sticker da oben. Ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Ich war damals 15 Jahre alt. Wie konnte ich das alles vergessen? Der Text heute war der tollste und gruseligste Tag meines Lebens. Ich habe Außerirdische gesehen. Meine Eltern denken, ich lüge, aber es ist wahr. Ich habe an einen verlassenen Pier am Fluss geangelt. Plötzlich wurde ich von einem Krollen von hinten betäubt. Ich drehte mich um. Eine riesige Scheibe mit vier blinkenden Lichtern oder Fenstern drehte sich genau über den Boden. Ich fühlte einen Schlag, der mich in die Luft zu werfen schien. Ich blieb hängen, als ob ich in der Schwerelosigkeit wäre. Alles um mich herum wurde plötzlich blendend hell und es kam mir vor, als ob ich ohnmächtig wurde. Ich erinnere mich an drei Außerirdischen mit grauer Haut und großen Augen. Ich wurde auf den Tisch gelegt und ich fühlte mich daran festgewachsen zu werden. Sie standen über mir. Es schien mir, dass sie miteinander telepathisch kommunizieren. Dann kam einer von ihnen und tat etwas mit meinem Kopf. An nichts mehr kann ich mich erinnern. Ich bin spät am Abend am Pier aufgewacht und habe es kaum geschafft, mein Zuhause zu gelangen. Mir dröhnte der Kopf und ich ging wie im Delirium nach Hause. Zu Hause fand ich mehrere Schnitte an meinem Körper und zwei kleine, sehr gleichmäßige Löcher hinter dem Ohr. Was war das? Ich habe Angst einzuschlafen. Okay. So, da kam ich hoch. Hier ist noch eine Tür. Eine Kindeszeichnung. Es sieht so aus, als ob dieses Bild von der verschwundenen Tochter des Farmers gezeichnet wurde. Das Blatt ist beidseitig bemalt. Ach so, okay. Da ist noch glücklich. Da nicht, weil der Außerirdische hat den Hund getötet. Eventuell. Ihm wird irgendwas angetan. Stelle des Farmers. Das ist das Zimmer der Tochter. In der Nacht hörte ich ein seltsames Geräusch. Als ich eintrat, war sie in ihrem Bett nicht mehr. Und das Fenster stand weit offen. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ungeheuer sie entführt haben. Herzlichen Glückwunsch. Oh. Na toll. So, wo war ich denn dem? Mal seltsame Geräusche hören, okay. Das ist mein Grad. Außerirdische bestimmt. Hört ihr das? Sollte der Zaun zu leise sein? Macht bei YouTube ein bisschen lauter oder sowas? Ich bin mir nämlich nicht sicher, ob das von der Lautstärke passt.
Wieder so viel Text. Als Kind begann ich Kopfschmerzen zu empfinden. Achso. Bis heute plagen sie immer wieder. Dutzende Male wandte ich mich an Ärzte, aber niemand konnte den Grund ihrer Entstehung erklären. Und in letzter Zeit ist ein seltsames, unangenehmes Jucken am Hinterkopf hinzugekommen. Und jetzt sehe ich ein, warum die Ärzte die Ursache der Migräne nicht feststellen konnten. Das könnte vielleicht die Ursache meiner Migräne sein, wer weiß. Die Antwort ist einfach. Die Entführung. An die Entführung durch Außerirdische erinnerte ich mich erst, als ich mein altes Tagebuch fand. Eben dann begann die Migräne. Die Schnittwunden hinter dem Ohr, die mit mir dann aufgefallen sind. Die haben ihre Spuren hinterlassen, Mensch. Genau da gibt's eine Schramme. Ich bin sicher, sie haben mir etwas eingebracht. Eine Art eingebracht? Das ist, achso, eingebracht ist, eingebracht, okay. Eine Art Sender oder Implantat. Deswegen habe ich alles vergessen. Ich habe mich endgültig entschieden, es herauszureißen. Ich bin nicht verrückt. Das ist das Ding, was rausgerissen ist. Das kann man auch wunderbar sehen. Dass ich gerade nicht mit Webcam streame oder so. Ich bin gerade auch schocken. Interessant, interessant. Könnte interessant werden, das Spiel. Das könnte interessant werden. Auf jeden Fall guten Cliffhanger gesetzt. Die Demo. Könnte auf jeden Fall interessant werden. Ich danke auf jeden Fall fürs Zugucken und fürs Schauen. Das Video dann. Und mal gucken, vielleicht ist es ja was. Wer weiß? Mal gucken.
Aber auf jeden Fall musste ich tatsächlich mich jetzt gerade zweimal erschrecken. Also einmal da, wo hinten, ne, im Kornfeld plötzlich und dann jetzt nochmal aus dem Auto raus. Okay. Naja. Könnte was werden als Horror. Also, bis zum nächsten Mal. Lasst gerne mal ein Follow da, ein Like da, wie auch immer. Dabei würde ich mich freuen. Gerne Comment rein, wie ihr das so, die Demo findet. Und ja, also dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.